Aha. Interessante Theorie, mein Freund. Ja. Ich weiß, es muss schon schlimm sein, Versager zu sein. Okay. So. Letzte Blitzbirne. Mutterseelen allein mit seinem Chef. Hör auf, da so rumzuzuppeln. Oha. Ja, ja. Wo ich stecke, das geht dich gar nichts an. Mann, er ist wieder weg. Boah, Diggi. Warum bin ich denn nicht in die Hocke gegangen? Oha. Ah. Ja, da scheint der Snipey zu sein, also der Chef. Ich muss dann von hinten an das Gebäude ran, wohl. Aber erstmal muss die Blitzbirne da weg. Mhm. Warte. Der Snipey scheint nach da vorne raus zu zielen. Also kann ich ohne Probleme den wegmachen. Er hat Angst. Der ist hier drinne, in dem Laden hier. Ja, besser mal nachsehen. Ich werde mal besser, damit mir nichts losgeht. Der muss irgendwo hier drinne sein. Ja? Tja, kann man mal sehen, ne? Besser mal nachsehen. Tja, hättest du vielleicht machen sollen, anstatt nur drüber zu reden. Dann wärst du jetzt draußen. Dann mal. Kann man den auch mal plündern? Alter, ich will nicht deine Geringverdienerwaffe. So, okay. Erledigt. Degorowski. Das war mal ein herausforderndes Ding. Ja. Hat mir gefallen. Gut, einmal gefailed. Ja, genau so heißt das. Aber auf der anderen Seite, das war, glaube ich, so ziemlich die ungünstigste Location, die ich je vor einem solchen Auftrag hatte. Sag mal, kann das mal aufhören? So. Was, ein rostiges Rasiermesser? Nee, rostiges Rasierwasser. So. Ein rostiges Rasierwasser. Ja, und ich sag mal so, der letzte Außenposten, den es jetzt noch gibt, hier in der Gegend. Also, ich bin der Überzeugung, jetzt mal an diejenigen, die das Spiel schon gespielt haben, diejenigen. Seid ihr auch der Meinung, dass man den eigentlich gar nicht ohne Alarm auszulösen einnehmen kann, dass das quasi so von den Entwicklern gewollt ist? Ja, jetzt schaut mal, ne? Also hier unten ist der letzte Außenposten. Ach, ich kann es ja verraten. Das hier ist eine Insel und hier unten ist noch eine Insel.
deswegen ist hier unten zwar alles zu sehen, aber du kannst da nicht hin. Und deswegen, wenn jetzt eine Meldung kommt, Monkey See, Monkey Boom, irgendwie mit Herc sprechen, das geht gar nicht, weil wir noch gar nicht auf diese Insel können. Ja, man kann ja auf die Idee kommen, rüber zu schwimmen, aber das geht mal gar nicht. So, auf jeden Fall, aber dieser letzte Außenposten, Haus Genickbruch, schöner Name. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, was ist das hier für ein Ausrufezeichen? Pistolenherausforderung, warte mal. Was ist das für ein... Am Boden festgenagelt? Kenne ich das? Ich glaube nicht. So. 50 Minuten mal wieder aufgenommen. Ja, jetzt brauche ich noch 10 Minuten plus Pufferzeit. Das heißt also circa 13 Minuten. Ich glaube, ich fange nichts mehr Großes an. Das würde bedeuten, noch ein bisschen Sachen suchen, ne? Hier, Relikt zum Beispiel. Was hältst du davon? Machen wir mal, ne? Ja, komm. Nur vorsichtig, wir waren hier ziemlich an einer Klippe und da wollen wir ja nicht runterfallen, ne? Also höchstens sanft runterrutschen. Ja, was ist das da unten? Hundis am Start. Sind das Hausschweine oder Wildschweine? Hausschweine, okay, alles klar. Nee, Hausschweine greifen ja nicht an, aber Wildschweine und okay, das sieht nach Höhle aus. Ich habe den bösen Verdacht, ich muss hier rein. Ja toll. Hey, Honk. Ich habe gedacht, ich falle da in Wasser rein. Und das sah auch danach aus. Na gut, dann lass uns mal hier die Vorräte auffüllen. Digga. Ach nö, ist schon. Okay, dann... ja, Konsumartikel. Körperpanzer. Ach komm, wir sind doch nicht bei arme Leute hier. Einmal kurz handeln. Zack, 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 zack. Okay. Ja, da sind noch ein paar Hundifälle. So, noch irgendwas? Nö. Ja, das war ein bisschen blöd jetzt. Gut. Machen wir uns aber gleich wieder dran. Hey, hier ist ein Relikt. Guck mal, hier. Okay. Ja, genau, das ist unser Relikt hier. Und, ja, war das nicht so, dass man sich in diese... Digga. Dass man sich in diese Höhle reinfallen lassen musste? Okay, okay, okay. Also, lassen wir mal schauen. Das geht nicht, das geht nicht. Das kannst du nicht machen, Kollege. War das nicht so, dass es hier auch irgendwo einen Ausgang gab von dieser Höhle? Ich muss hier einmal um den ganzen Berg rundherum gehen. Ihr könnt mir glauben, ich hasse das, Zeit zu verschwenden. Ach hier, guck mal. Hier. Okay, vorsichtig. Oha. Tja. Ungünstig. Sehr ungünstig. Wow. Digorowski. Hörensohn. Okay. Ja, doof, dass man nicht weiß, was da unten ist. Klettern? Ach so, hochklettern. Na super. Das war jetzt eigentlich nicht das, was ich wollte. Ähm.
Ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, was hier abgehen soll. Ach, hier kann man schwimmen. Okay, alles klar. Da kommt man nicht hoch. Aha. Ja, nö. Das geht mal nicht. So, hier soll man wohl irgendwie hoch. Interessant. Nö, das bringt mal gar nichts. Ihren Sohn. ja. Wenn man mal wüsste, ne? Wenn man mal wüsste, wie. Ach, scheiße. Moment. Ich bin schon wieder nach unten gefallen. Also hier geht gar nichts. Hier goes nothing. Okay, also hier kommt man durchaus hoch. Wie soll man denn darüber kommen? Da oben ist die eigentliche Höhle. Da soll man wohl hin. Aber da kann man. Ah. Nein! Warte mal. Ich guck noch mal, ob das hier irgendwas bringt, hier in der Gegend rumzutauchen. Also ich bin immer noch davon überzeugt, dass man in diese Höhle springen muss, also in dieses Loch sich fallen lassen musste, wo es mich vorhin zerlegt hat. Jetzt habe ich das gesamte Gestrüpp hier im Gesicht. Aha. Ja, super. Wieder unten. Also gar keinen Sinn hier. Ah, jetzt hänge ich fest. Ah, prima. Okay, wieder unten. Es tut mir leid, wenn das jetzt hier wirklich. Wie viel ist denn aufgenommen? Okay. Ist denn hier nicht irgendetwas, das man verwenden kann? Nein. Also auch dieses Gestrüpp da. Bringt uns nicht weiter. Rennen. So, okay, also hier kann man raus. Ich werde mich noch einmal versuchen, durch dieses Loch fallen zu lassen und schauen, ob das, ob man das überlebt. Hier ist das Loch. Ah, schau mal. Okay, also. Da ist. Okay. Sieht nach Jump and Run aus. Halt mal. Ich hätte es eben nehmen können. Wie es aussah.
Okay, nö, das ist tatsächlich. Ah. Alter. Ja, das ist normal. Ganz normal. Das ist ganz normal, sagt Ubisoft. Das macht man so. Guck, der slidet dann so rüber. Das ist doch nicht zu fassen. Okay, jetzt ist die Frage. Wo sind die beiden Truhen, die noch dazu gehören? Beutekiste da. Ja, natürlich werden die nicht angezeigt. Das ist natürlich super. Na, weiß Bescheid. Okay. Oh, da, guck mal. Eine. Oh. Unglaublich. So, und jetzt ist die Frage. Ja, guck mal, da haben wir dann wieder diesen Quatsch hier. Okay. Das ergibt Sinn. Ja. So, darüber. Digga. Okay. Erledigt. Irgendwas knurrt rum. Ja, noch 2 Minuten ungefähr. Ja, würde sagen, dann bringe ich uns noch mal zum Außenposten hier, also hier hin, zu den alten Minen. Dann machen wir nächstes Mal gleich am Anfang den Medizinauftrag. Das wird sicherlich ganz, ganz lustig, aus Gründen. Und dann kümmern wir uns um Buck, den alten Fuck. So, Munition haben wir nicht verbraucht. Ist ja kein Wunder, ne? Das hier verkaufen. Nein, keine Blätter verkaufen. So. Ja, nö, eigentlich sind wir gut am Start. Jetzt fehlt eigentlich nur noch wirklich die Pufferzeit. Gibt es denn hier in der Gegend irgendwie noch irgendwas abzuholen? Ja, hier unten beim, ja, beim Medizinauslieferungsteil. Okay. Ja, komm. Die Kiste holen wir noch. Die ist, wenn ich hier, guck mal, hier sind wir vorhin rausgekommen. Meine Kniekehlen glühen. Also, und ja, würde so sein, wenn man das wirklich so machen würde. Da so runterrutschen. Ah ja, da unten steht die. Okay, alles klar. Ist schon erstaunlich, dass diesmal nur eine einzige Truhe nicht gefunden wurde. So. Einmal hier runter. Vorsichtig. Ich würde mir das nicht verzeihen, wenn ich jetzt noch einen Anfall von Tod haben würde. Interessant. Da ist die Truhe, guck mal. Ja, ich habe gedacht, da könnte man unter Umständen sich durchglitschen, aber das hat so nicht funktioniert. Aber brauchen wir ja auch gar nicht. Wollen wir den Medizinauslieferauftrag noch versuchen einmal? Ja, es wird dann reichlich Überlänge geben für diese Folge oder für diese Folgen jetzt hier.
Eieieiei. Digga. So, komme ich hier irgendwie wieder raus? Jupp. Okay, also ich weiß, das ist ein bisschen haarig, das Ganze. Okay, ich kann mich hier gar nicht mehr dran erinnern. Oh, das funktioniert erstaunlich gut. Ich glaube, ich habe es soeben gerade verkackt. Oder? Nö. Metal. Ich weiß, letztes Mal habe ich mich an diesem Ding. Ja, ja. Ach, Warane. Ja, tut mir leid, Rakyat. Lieber du als ich. Ja, ja, also, es tut mir jetzt aber wirklich leid. Ja, Bratrakiat und Bratechse. Ah ja, hieran erinnere ich mich auch. Ja, also, das war dann ja jetzt nochmal zum Ende. Schön einfach. Ich sage ciao mit B wie Brate, Rakiat und Brate Echse. Wir können hier noch einmal kurz die Echse häuten. Na, darf ich das? Und den Rakiat auch. Und diese Echse. WWW-Echse-Echse. So, was rede ich hier? Ja, ich bin jetzt auch wirklich müde. Ich sage ciao mit Evi, Exe. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesitzung. Ja, da, wo ich dann hoffentlich ein bisschen gesprächiger bin als heute. Ich war heute irgendwie echt so wie ein normaler Let's Player, ne? Immer nur übers Spiel und so weiter und so fort. Und ordentlich gefailt. Naja, so schlimm war es nun auch nicht. Ich sage tschüss und wir sehen uns das nächste Mal.